Toilettentalk, das beste Format der Welt. Das beste Format der Welt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen in der weiten Welt des Internets, hier am Montagabend, wie gewohnt, um Punkt 19 Uhr, könnte ich jetzt sagen, wenn meine Uhr nicht leer wäre und ich nicht wüsste, wie viel Uhr wir haben. Es ist wirklich prima, diese Smartwatches, kein Scheiß, astrein, wenn der Akku hält. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Liebe Menschen da draußen, ihr seid schon am Start, hier am Montagabend um 19 Uhr, um mit mir gemeinsam in die Woche zu starten. In dem besten Format der Welt, in dem allerbesten Format der Welt, dem Toilettentalk. Und wer was anderes sagt, der kriegt einen Timeout. So sieht's aus. Hallo Menschen, hallo, 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 hallo. So viele Leute sind da. Computermensch ist da. Computermensch schreibt cooles Intro. Du warst noch niemals von Anfang an dabei beim Toilettentalk. Das ist eine Katastrophe. Wupperwiesel ist da, Mr. Noobs ist da, Demis Morgan, TVTX ist da, Dave Dennison ist da, NerdTV.de ist da, Dirk ist da, Amina ist da, Poisonita ist da, einfach Kmetsch ist da, der Björn ist da, Wupperwiesel habe ich schon gesagt, ist da. So viele Leute sind da. Hallo, hallo, hallo Menschen. Viokäse ist da, hallo Viokäse, Parva Voce, guter Typ. Ich begrüße euch recht herzlich hier. Pottmensch, hallo Pottmensch, der Talk, der Toilettentalk ist nicht das geilste Format der Welt, das ist spawned. Warte mal, ich muss mal kurz einmal outside. Ups, nee, nicht ActivityX, nein, nein. Den Pottmensch, den muss ich kurz outside. Möchtest du Pottmensch moderieren? Ja, auf Wiedersehen, tschüss, lieber Pottmensch. Oh, resubscribed. Der Error-LP, vielen Dank für den dritten Monat in Folge. Das ist großartig. Hallo, 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 hallo. Plumbies auch da. Hallo Menschen, ich begrüße euch recht herzlich hier zu diesem Stream. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und ich habe eine unfassbar starke Sendung hier jetzt für euch vorbereitet. Nicht nur, dass wir ein neues Unterformat heute debütieren lassen, und zwar das Toilettentalk Bilderrätsel. Das gibt es jetzt jeden Montag, gibt es ein Bilderrätsel und da gibt es auch was zu gewinnen. Es gibt generell ein Gewinnspiel, es gibt News, es gibt zwei Einspieler und ich möchte mit euch über das vergangene Wochenende sprechen. Da haben wir nämlich etwas total Wildes gemacht und wilde Sachen erlebt. Da kam kein Subsound. Es kann sein, dass das manchmal ein bisschen dauert oder vielleicht was gehört? Nee. Oder vielleicht war es noch nicht richtig vorbereitet. Auf jeden Fall holen wir das auf jeden Fall nach und begrüßen das trotzdem sehr. Lieber Error, lieber Dominik, der uns so schon unterstützt. Jeden Freitag schmeißt er die Regie und das auch als Subscriber. Vielen Dank dafür. Ganz viele Nerdster-Herzchen gehen raus an dich, mein Freund. Ich hoffe, du genießt den Feierabend und du hast einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr alle hattet einen schönen Tag und seid gut in die Woche gestartet und nicht zu verkatert aus dem Wochenende heraus, weil am Wochenende war eine etwas laute Veranstaltung in Dortmund. Zu der komme ich aber gleich, liebe Leute. Zu der komme ich gleich. Als allererstes gibt es jetzt die News der Woche. Ich habe keine News der Woche, aber wir haben News abgedreht. Da kann ich kurz erzählen, worum es in der News geht oder ging, die wir jetzt veröffentlicht haben. Da gibt es nämlich eine kleine Änderung, das kann man schon mal sagen. Vielleicht hat der eine oder andere schon einmal die Nerdstar News für sich entdeckt. Die wurden immer morgens auf unserem Facebook-Kanal und auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Und vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen, da berichten wir so ein bisschen, was so in der Nerd-Welt Neues passiert ist. Mindestens drei News haben wir immer am Start, die wir euch da präsentieren. Wechselnde Moderatoren berichten davon. Und jetzt haben wir da ein bisschen was geändert. Wir wollen tagsaktueller sein. Wir haben halt gemerkt, wir haben die irgendwie nachmittags aufgezeichnet und haben die dann bearbeitet. Und dann kamen sie am nächsten Morgen, sind sie passend zum Frühstück online gegangen. So war unser Gedanke, das ist doch entspannt, wenn man beim Frühstück die News gucken kann. Dann haben wir aber gemerkt, so, ja, wir sind halt trotzdem immer ein paar Stunden hinter allen anderen mit den Meldungen und deswegen kommt jetzt jeden Abend, kommen die News jetzt jeden Abend um 18 Uhr zeitgleich auf unserem Facebook und auf unserem YouTube-Kanal. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz den Hinweis geben, dass wir einen YouTube-Kanal haben
Und den solltet ihr bitte schön abonnieren. Das würde uns sehr glücklich stimmen. Den findet ihr einfach, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf YouTube klickt. Und dann seid ihr quasi auf dem YouTube-Kanal, der zu anderen Kanälen hinweist. Aber wichtig ist auf jeden Fall dieser große Hauptkanal, wo beispielsweise diese Sendung hier, diese Sendung, der Toilettentalk, der wird da veröffentlicht, neben ganz vielen anderen Sachen. Hallo Demon Smoker. Marci war in Dortmund und sagt nichts. Lieber Plummy, da komme ich gleich zu. Ich war in zweimal in Dortmund am Wochenende. Nee, dreimal. Ich war dreimal in Dortmund am Wochenende. Warum gleich? Ich finde die vier verschiedenen Kanäle immer noch hart verwirrend. Metal TV, dazu später mehr. Dazu zu gegebener Zeit mehr. Wie lang ging denn heute der Vodcast? Der Vodcast lief die ganze Nacht. Der Stromski erkundigt sich, denn der Vodcast, das ist quasi unsere Wiederholung der Highlights der Woche, die dann am Sonntag stattfindet hier auf nerdstar.tv. Und da habe ich einfach mal als Experiment nochmal die komplette Horror-Gameplay-Reihe zu Layers of Fear in den Anschluss gepackt. Und die lief dann quasi die ganze Nacht durch. Und ich dachte, vielleicht hat der ein oder andere eine schlaflose Nacht und möchte sich mit Layers of Fear wachhalten. Und konnte dann das gucken. So, warte, kommt da schon jemand? Lena hat nämlich Frühschicht gehabt und die hat gleich irgendwann Feierabend und die wollen wir natürlich erwischen. Hier im Toilettentalk kriegen wir nämlich immer mit, wenn einer Feierabend macht. Liebe Leute. Okay, liebe Menschen. ActivityX sagt, oh nein, verpasst. Das Horror-Gameplay gibt es auch auf unserem Let's Play-Kanal. Plumby schreit, wow, Marci, du hättest was sagen können, dann hätte man sich in der City treffen können, auf dem Mädelsabend. Sehr, sehr lustig, aber wie gesagt, ich komme gleich zu meiner Geschichte, warum ich dreimal in Dortmund war. Aber zuallererst starten wir mit unserem Bilderrätsel. Zuallererst starten wir mit unserem Bilderrätsel und es gibt was sehr, 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 sehr unfassbar Cooles gibt es zu gewinnen. Kein Scheiß, es gibt was sehr Cooles zu gewinnen. Huch, warte, jetzt muss ich mich jetzt erstmal als Ansporn. Es gibt ein T-Shirt zu gewinnen. Und da, Lena ist gerade weg. Oh, ich hab sie verpasst. Sie ist gerade rausgegangen. Die war richtig schnell und ist einfach hier so. Oh, ich hab sie verpasst. Das hier ist ein sehr, 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 sehr cooles T-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob ich das verlosen will oder ob ich selber behalten möchte. Es ist wirklich unfassbar cool. Aber nee, das ist, der Toilettentalk ist einfach das coolste Format der Welt. Und wenn ihr wisst, was auf diesem T-Shirt drauf ist, ich werde es euch nicht verraten. Ich werde nur sagen, dass es wirklich sehr cool ist und dass ich dazu geneigt bin. Ich bin dazu versucht, dass ich es nicht verlose, weil ich es selber so unfassbar stark finde. Es ist ein wirklich unfassbares T-Shirt. Und der Gewinner, derjenige wird das gewinnen. Oh, kommt da Lena wieder zurück? Lena, komm zurück! Sie hat irgendwas vergessen. Pass auf. Jetzt drehen wir die Kamera. Moment. Und dann sehen wir, wenn sie rausgeht. Wir sind auf der Lauer. Achtung. Gleich ist es soweit. Achtung. Sie kommt. Ich höre sie schon. Da. Da ist Lena. Auf Wiedersehen, Lena. Schönen Feierabend. Tschüss. Guck mal. Siehste, da hat die Lena Feierabend gemacht. Und wir haben es miterlebt. So. Muss ich kurz die Tür wieder zumachen. Es ist nämlich scheißen kalt und ich habe ein bisschen die Heizung angemacht. Aber dürfte niemand verraten. So. So, also es gibt dieses unfassbar geile T-Shirt zu gewinnen. In der Größe, es ist auf jeden Fall größer. Wurde sich ja gewünscht, dass wir größere T-Shirts machen. Warte mal, so rum ist jetzt richtig? Ja, okay. Muss kurz gucken, dass ich mein Bilderrätsel nicht verkacke. Und jetzt gibt es eine Premiere. Es gibt das allererste Mal dieses T-Shirt. Ohne Scheiß, lohnt sich. Ihr müsst unbedingt mitmachen. Und der Erste, der das Bilderrätsel lösen kann, der gewinnt das T-Shirt. Und wenn es ihm nicht passt, dann kann er ja das entweder noch abgeben oder kann das Freunden verschicken oder so und so weiter und so fort. Und es ist wirklich ein unfassbar cooles T-Shirt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist ein unfassbar cooles T-Shirt, was ich so versteckt habe im Magazin, dass ich gehofft habe, es findet niemals jemand heraus, wo das liegt, damit wir das nicht verlosen. Und jetzt hat Amina das gefunden. Sie hat tief gegraben, um dieses T-Shirt zu finden. Okay, das Bilderrätsel ist... Es ist wirklich dumm. Okay, es ist folgendes. Halte ich es falsch rum? Nee. Okay. Kommt ihr drauf? Es ist nicht so leicht. Wichtig ist zu wissen, was das ist. Nicht nur, was es darstellt, sondern auch, woraus es besteht. Das ist wichtig zu wissen.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Habt ihr eine Idee? Buddy weiß es. Warte, G-Punkt, Giga. Buddy, du das. Ah, da ist es, da ist es, da ist es. Papa Watch. Nee, Biokäse war zuerst. PUBG, genau, PUBG. Ihr seid ja großartig, ihr seid so lustig. Ihr habt es herausgefunden. Biokäse hat es herausgefunden. Sehr, sehr gut. Einmal Applaus für Biokäse. Sehr, 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 sehr gut. Oh mein Gott, das ging richtig schnell. Das habe ich nicht erwartet, dass das so schnell ging. Viokäse, herzlichen Glückwunsch. PUBG, really? Ganz genau. PUBG. Ist das nicht schön? Das macht Spaß. Lustig, lustig, lustig. Wow. Einsmal was gewusst. Bin stolz. Viokäse, du kannst stolz auf dich sein. Folgendes T-Shirt in der Größe, vielleicht ein bisschen groß, in der Größe XXL. In der Größe XXL gewinnst du folgendes T-Shirt. Buddy, du bist wahrscheinlich froh jetzt, dass du nicht mitgemacht hast. Dieses T-Shirt wurde uns nämlich zur Verfügung gestellt von Mr. Buddy höchstpersönlich. Boom! Ist das lustig? Ist dieses T-Shirt unfassbar großartig? Es tut mir im Herzen weh, dass wir das jetzt abgeben. Es tut mir im Herzen weh. Na, kennt ihr das? Habt ihr es verstanden? Seid ihr Star Wars Fans? Wenn ihr Star Wars Fans seid, dann habt ihr, dann könnt ihr damit was anfangen. Sagen wir alle. Star Wars, der Björn. Der Björn hat es erkannt. Es ist wirklich, wirklich großartig. Genau meine Größe, Kappa. Sag doch was mit Star Wars. Ich check nix. Star Wars wo? Nee, hier. Das hier ist ein Star Wars T-Shirt. Von der Toshi Station. Ohne Scheiß. Ist das großartig? Das ist ein wirklich, wirklich großartiges T-Shirt. Biokäse, wenn du das nicht haben möchtest, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen könnte, dann sag Bescheid, dann behalte ich selbst. Aber ist das nicht groß? Es ist wirklich, wirklich großartig. Es ist Siebdruck, also ich mag Siebdruck ja super gerne. Also nicht so eine Folie oder irgendwie sowas. Das ist schöner, flacher Druck mit einem dünnen T-Shirt. Das ist wirklich geil. Herzlichen Glückwunsch, Viokäse. Ich gratuliere dir recht herzlich. PUBG. Hä? Lustig, oder? Wirklich lustig. Wirklich, wirklich lustig. Hat sie direkt erraten. Guten Abend, Julikorn. Du hast gerade das erste Gewinnspiel verfasst. Hier im besten Format der Welt, im Toilettentalk. So, werte Freunde. Am Ende der Sendung gibt es nochmal was zu gewinnen. Also nicht weglaufen. Es gibt hier immer was zu gewinnen. Übrigens, lieber Stromski, das T-Shirt, was wir dir geschickt haben, kam heute zurück. Man konnte den Empfänger nicht ausfindig machen. Hast du dich ins Ausland abgesetzt? Heimlich. So, also machen wir weiter mit der Sendung. Wir haben viel zu zeigen heute. Hört ihr das, wie das Klo knatscht? Oh, habt ihr das gehört? Vielleicht macht es das nicht mehr lange. Ich sitze einfach zu lange hier drauf, zu oft und zu lange. Ach Leute, ohne Scheiß, wir haben richtig, richtig viel zu tun. Oh, Podmensch subscribed. Dritte Monat in Folge und wieder kein Sound. Ich hoffe, damit ist alles in Ordnung und Tipi spinnt nicht rum. Lieber Podmensch, vielen Dank für den Sub. Es freut mich sehr, dass du uns unterstützt. 3 Monate in Folge schon, vielen Dank. Ohne Scheiß, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig diese kleinen Spenden und diese Subs für uns sind. Die sind für uns lebensnotwendig. Vielen Dank dafür, dass ihr uns so unterstützt. Das bedeutet uns wirklich die Welt. Kein Scheiß, das ist sehr, 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 sehr wichtig für uns. Geiler Typ, Podmensch, schreibt gerade auch der Dirty Dog. Der Dirty Dog. Tipi hat seit Wochen Serverprobleme. Vielleicht mal eine Alternative suchen. Das wäre schade, weil wir Tipi eigentlich sehr, sehr, sehr gerne haben. Und das wäre sehr schade. Bye, bye, Jungs. Okay, ich muss wieder verlassen, Cry, schreibt Poisonita. Dann bedanke ich mich für deine kurze Zeit, die du hier verbracht hast. Und ich hoffe, man sieht dich wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Lichtreflex stößt zu uns. Hallo, Lichtreflex. Ich hau gleich noch einen Sub raus, wenn ich am PC bin. Oh, musst du aber nicht. Unterstützend würden wir das natürlich dankend annehmen und es würde uns sehr glücklich stimmen. Aber ich hoffe, niemand fühlt sich dazu genötigt, hier auf Subscriber zu drücken. So, das sind unsere Themen heute, die wir haben auf meinem Notizblock. Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben.
Hier steht unter Programmpunkt Nummer 1 von dem besten Format der Welt, vom Toilettentalk, steht hier ganz oben auf der Liste dieser heutigen Sendung, das, was inhaltlich bearbeitet werden sollte, steht drauf, Loch im Keller ist zu. Am Wochenende hat es richtig heftig geregnet, hier in Bielefeld, und da hatte ich schon Angst, dass wieder der Keller unter Wasser steht. Und dann haben wir heute, der Max und ich sind in den Keller gegangen und haben einfach mal geguckt, wie viel Wasser wohl im Keller steht. Und zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass das Loch im Keller wieder zugemacht wurde. Ihr habt da vielleicht auf den Socials gesehen, in den letzten Tagen haben wir da Fotos hochgeladen, und ein Foto wurde da gepostet, wo wir quasi dieses riesige Loch, was da in den Boden gebuddelt wurde, präsentiert haben. Und das ist nun wieder zugemacht. Es wurden offensichtlich, wurde der Rohrfehler beseitigt, und jetzt kann da unten langsam wieder, können da wieder die Bauarbeiten weitergehen von unserem neuen Set. Denn an dieser Stelle soll noch einmal erwähnt sein, dass jeder Cent, der uns freundlicherweise geschickt wird, der wird direkt unten in den Keller gesteckt, um da ein neues Set reinzubauen. Und zwar erwartet uns da noch in dieser Jahreshälfte, im Herbst muss das fertig werden, erwartet uns da das Nerdstalgie-Set, wo sich der Maxi so drauf freut, wo wir Retro-Gaming zelebrieren bis zum Abwinken. Und wenn das Set unten endlich fertig ist, dann werden wir erst einmal alles, was mit Gameplay zu tun hat, nach unten verlagern, weil wir dann gar nicht den Bauarbeiten scheuen wollen und hier oben direkt weiter umbauen werden. Und zwar werden wir da ein großes Playset gestalten, und das wird richtig, richtig gut. Also an dieser Stelle noch einmal gesagt, wir sammeln momentan Kohle für den Umbau unten im Keller. Und das ist, wenn man das so ein bisschen ernsthaft betreiben will, also mit entsprechender Kamera muss das da unten ja dann auch gedreht werden, muss da unten gedreht werden können, mit entsprechend Licht, mit Tonverkabelung, mit Bildverkabelung, mit Dekoration und. Wir brauchen Konverter, weil die alten Retro-Konsolen sind halt immer ein bisschen zickig. Und das gibt es alles nicht geschenkt, und das muss angeschafft werden. Und für so ein kleines Unternehmen, so wie wir es sind, so ein kleines, sympathisches Unternehmen, da ist sowas nicht immer ganz leicht. Und deswegen wird halt momentan alles, was wir an Spenden und Support einnehmen, wird nicht irgendwie in irgendwas anderes gesteckt, in neue Technik. In dem Sinne nicht für hier oben, sondern es wird dann alles unten in den Keller gesteckt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es kann unten endlich weiter umgebaut werden. So, dann ist hier der zweite Punkt, die Anuga. Wisst ihr, was die Anuga ist? Die Anuga ist die Lebensmittelmesse in Deutschland, in Köln, auf dem Messegelände. Und da waren wir am Wochenende. Die ist jetzt am Samstag gewesen. Da sind wir dann nach Köln gejuckelt, Dirk und ich, und haben da vor Ort Sachen gedreht und sind auf der Suche gewesen nach neuen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und da gab es ein paar spannende Gespräche, dazu dann mehr, wenn das ein bisschen dingfester wird. Aber vor allen Dingen haben wir auch Material gedreht, um euch so ein bisschen zu zeigen, was es da für wilde Sachen gab. Mein Messe-Highlight, das möchte ich schon einmal verraten und den Beitrag vorwegnehmen, war Bierkäse. Das klingt total eklig, aber es war irgendwie pervers und lecker. Also es war Käse, der richtig heftig nach Bier geschmeckt hat. Das war super weird. Und diese Dame, die das präsentiert hat, die war Holländerin, wie kann es anders sein? Und die hat so dann gesagt, in so einem richtig extrem holländischen Akzent, vielleicht kann mal kurz dir kommen. Dirk, ja? Kannst du mal kurz kommen? Ja. Hört ihr das Pfeifen? Das ist der Wasserkocher. Hat schon wieder irgendwann diesen Wasserkocher angemacht. Und der pfeift immer richtig laut. Dirk, komm mal her zu mir. Und dann sprich mal mein Mikro mit extrem holländischem Akzent, dass das Beste aus beiden Welten vereint wird. Weißt du noch ungefähr, was sie gesagt hat? Die Bierkäsefrau? Weißt du es so halb? Okay. Hallo Dirk. Okay. Das ist das Beste von beiden Welten. Kaas und Bier in einem Produkt. Ja, so, ziemlich genau so hat das geklungen, als die Bierkäsefrau uns ihren Käse präsentiert hat. Das war richtig, richtig weird. Die hat im Grunde die hat Käse verkauft, der ausschließlich nach Bier geschmeckt hat. Und ich fand das als so ein Käsewürfel, fand ich das zu krass, zu herb. Aber wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie auf also Brot und dann Butter und dann so diese Käsedinger, und wenn man das dann essen würde, das wäre, glaube ich, richtig geil. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass die waren gerade auf dem Weg, Vertriebswege zu finden in Deutschland. Und ich hoffe, dass der Bierkäse nach Deutschland kommt. Würde mich sehr glücklich machen.
Das wäre wirklich, wirklich lustig. Genau, das haben wir da gesehen und noch ein paar andere lustige Dinge, aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das soll es dann im Video geben, welches spätestens nächste Woche zur Late-Night-Show veröffentlicht werden soll. Auf jeden Fall das Spannendste an der Reise war nicht die Anuka, sondern die Reise selbst. Auf dem Hinweg war noch alles ganz entspannt. Ich habe schön mein Alien-Hörspiel gehört. Dirk hat mit meinem 3DS ein bisschen die Siedler gespielt. Und wir sind dann so ganz gemütlich nach Köln gedüst und alles war gut, haben da gedreht und dann ging es zurück. Und dann war schon die Katastrophe vorprogrammiert. Als wir die Messe verlassen haben, Dirk wird übrigens noch einen sehr detaillierten Reisebericht schreiben für unsere Homepage, nerdstar.de, lohnt es sich auf jeden Fall, mal einen Blick drauf zu gehen. Ich möchte, dass ihr jetzt alle Steuerung T drückt, damit ihr einen neuen Tab erstellt. Und dann gebt ihr ein nerdstar.de und dann lasst ihr das einfach offen, weil dann habt ihr das schon mal für gleich nach der Sendung, könnt ihr da mal kurz rumstöbern. Da gibt es nämlich wirklich tolle Sachen. Da gibt es ein ganzes Homepage-Team, welches sich täglich darum bemüht, neue Artikel zu schreiben. Unter anderem der Dominik, den ihr hier kennt aus diversen Sendungen, der ist da auch tätig und schreibt da ganz viel für unsere Homepage. Also nerdstar.de möchte ich euch an dieser Stelle einmal ans Herz legen, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und mal was lesen wollt, wenn ihr zu Hause am Rechner seid, mal was lesen wollt. Da ist das nerdstar.de-Team ist wirklich bemüht, da geile Inhalte zu liefern. Auf jeden Fall und alle Fälle, was wollte ich erzählen? Wir sind dann, der Untergang war schon, hat sich prophezeit, als wir aus der Messehalle raus sind, mit den Massen mitgeströmt sind. Natürlich haben wir bis zum Ende gewartet der Messe und sind dann quasi mit allen anderen raus. Und das bedeutet, die standen so weit in Schlange bei dieser Haltestelle, dass man gar nicht mehr den Steg besteigen konnte. Es war wirklich, wirklich übertrieben voll. Und dann hatte die Bahn noch richtig Probleme. Irgendwelche Türen gingen nicht zu, irgendwelche Schienenarbeiten wurden gemacht und wir kamen einfach nicht von der Messe weg. Das hat richtig, richtig ewig gedauert. Und dann dachte man, jetzt hat man es geschafft. Und dann fing diese Katastrophe erst an. Ohne Scheiß, Leute, was haben wir da erlebt? Also im Detail, wie gesagt, gibt es in dem Reisebericht die Tage auf nerdstar.de, aber so ein bisschen was möchte ich erzählen. Zum Beispiel, dass diese Züge, wir waren erst in einem Zug, der völlig im Arsch war, der hat überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, die Türen gingen nicht richtig zu, der fuhr nicht ab, der hat dann so lange da rumgestanden und dass wir schon richtig Angst hatten, unseren Anschluss zu verpassen und irgendwann fährt ja nichts mehr, dass wir dann noch richtig nach Hause kommen. Und das Allerschlimmste war, dass da, wo wir dran vorbei mussten, in Dortmund, so irgendeine Techno-Party war. Syndicate oder sowas. Keine Ahnung, wir wussten davon nichts. Auf jeden Fall sind wir in die Bahn eingestiegen und dann wurden wir schon begrüßt von tanzenden Techno-Leuten, die mit ihren Schlabberhosen mit den Bändern dran richtig abgedanced haben im Zug und voll laut über ihre Boxen da Techno und Gabba gehört haben und zelebriert haben. Und das war wirklich lustig. Man musste schmunzeln und man fand das cool, aber wenn wir nicht insgesamt gefühlte 18 Stunden gebraucht hätten, um von Köln nach Dortmund zu kommen, um dann da festzustellen, dass der Zug daran vorbeigefahren ist, dann gab es irgendwelche Fehler und dann ist er wieder zurück nach Dortmund gefahren und dann von da aus umgeleitet wurde er nach Bielefeld. Wir waren so lange unterwegs und alles war voll mit tanzenden Techno-Dudes, mit ihren Hosen, wo Bänder dran waren. Und dann sind die aufs Klo gegangen, haben sich Koks reingepfiffen und dann haben sie sich einen Joint im Zug angesteckt. Also das war ohne Scheiß. Das war eine richtig, richtig wilde Nummer. Und wir wussten gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen konnten. Richtig, richtig wild. Und ich habe herausgelesen, dass der Plumbi auch da war. Party hard, sagt er gerade. Hört sich gut an, sagt einfach Kmetsch. Ohne Scheiß. Ich liebe Reiseberichte, schreibt Linse. Genau, der hat auch schon eingeschrieben für Radio Nukular. Also auf nerdstar.de findet ihr unter Blog auf jeden Fall Reise. Goa-Hosen, sagt Mr. Dooms. heißt das Goa? Sind das Goa-Hosen? Diese Hosen mit den Bändern dran? Ich rapp's nicht. Hallo, Weedy Wilson, schön, dass du da bist. Ey, ich dachte, ich werd nicht mehr. Und wir sind dann irgendwann sind wir in den anderen Zug gegangen, weil der Zug halt völlig im Arsch war und wir das Gefühl hatten, der bringt uns nicht sicher ans Ziel. Sind wir den Zug gewechselt und selbst der war randvoll mit Techno-Menschen und das war dann das Abteil und da wurde richtig abgedanced und das ganze Ding war am Wackeln. Dachten wir so, okay, gehen wir mal einen Wagen weiter und dann war in dem nächsten Wagen wieder so eine Gruppe. In jedem Wagen, jeder Wagen hatte seine Gruppe von Techno-Dudes. Es war wirklich, wirklich verrückt. Ich will, wie gesagt, nichts vorwegnehmen. Der Reiseblock, der wird die Tage kommen.
auf nerdstar.de und das müsst ihr euch unbedingt geben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lustig. Also, was wir da erlebt haben, wir waren so eine Mischung aus verzweifelt und amüsiert. Es war wirklich anstrengend. Wirklich, wirklich aufregend. Das war unsere Reise von Köln zurück und um so ein bisschen dieses Syndicate auch zu zelebrieren, wir hier, die hier fleißig und artig in Bielefeld sitzen, habe ich ein Lied rausgesucht. Dieses Lied wurde letztens von Dominik und Maxi in einer Instagram-Story verwendet und da bin ich darauf gekommen und dann haben die mir das zugeschickt, weil ich das unbedingt haben wollte und das geben wir uns jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wann es abgespielt wird. Ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte. Das müsst ihr euch unbedingt geben, mach volle Lautstärke. Ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, 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 ein bisschen Holz bitte. Gleich geht's los. Ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte. Ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte. Ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold bitte, ein bisschen Holz bitte, ein bisschen Gold. Ja. Vorbei. Ja, ich weiß, danke. Kurzer Hinweis von Dirk, es ist vorbei. Geiler Song, oder? Und da habe ich dann darauf hinaus, als ich dieses Lied gehört habe und dann einfach wieder so richtig Bock bekommen habe auf Age of Empires, habe ich den Dominik herausgefordert zu einer neuen Partie, Age of Empires 2, und er hat angenommen. Warte mal. Alter, und die machen das die ganze Nacht. Weiß nicht, entweder bin ich zu alt oder zu dick für sowas. Ah. Und, fühlst du dich jetzt schmutzig? Schon, also ich gehe jetzt gleich einfach in die Dusche da vorne. Huh. Warte mal kurz. Kurz klarkommen. De-Abo. Wie De-Abo? Ein bisschen Holz mit Age of Empires Song? Genau, wir zocken Age of Empires und lassen das Lied die ganze Zeit laufen. Wie die in der Bahn schon abgeraved haben. Ah. Marci ist zu alt und zu dick dafür. Das kann ich mir vorstellen. So fühlt sich's an. Huh. Okay. So viel dazu. Jetzt möchte ich mit euch kurz über die Woche sprechen, liebe Menschen. Wir sind jetzt hier im Toilettentalk und da geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir einfach mal abchecken, was läuft eigentlich so in der Nerdster-Woche. Was für Programmtipps und Highlights gibt es da? Und bevor wir das tun, schauen wir uns mal einen Trailer an. Der gibt mir Zeit zu verschnaufen und unterhält euch vielleicht ein bisschen. Und er teasert das Programm an, was hier nach folgt. Viel Spaß mit dem Trailer. Man kann uns ja wirklich vieles vorwerfen, aber wenn es um Gaming-Skills geht, haben wir zuletzt einfach immer derbe abgeliefert. Als Beispiel PUBG. Ein Chicken Dinner nach dem anderen, Alter. Buggy. Die bleiben eiskalt stehen. Martin wollte nur einen Bug. Okay, jetzt ernsthaft, ohne Scheiß. Ich bin explodiert! Oceanhorn. Durchgerusht. Geowned habe ich das Ding. Ah, nein, nein! Nein, ich Otto! Ah! Digga, prächtig gedeihende Kolonien in Rimworld. Ein Spiel für Profis. Sein kleiner Zeh ist abgefroren. Basti ist zusammengebrochen. Ab jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Unsere Kolonie ist gescheitert. Egal wie schwer der Titel, wir haben wirklich jede noch so harte Nuss geknackt und sind aber natürlich immer extrem lässig geblieben. Ja! 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 Da fragt man sich natürlich, was soll da noch kommen? Ja, haben wir drüber nachgedacht und letztlich fiel es uns dann doch wie Schuppen von den Augen. Eine Wurst fehlt da ja noch. Ja. Kanon. Montagabend, Road to Ganon. Die finalen Vorbereitungen. Ja, Mittwochabend, da geben wir dem Schweinsgesicht dann mal ordentliche
Matt. Mit Zwiebeln. Schon ein bisschen cool, oder? Also wir haben auf jeden Fall, was wir besonders gut können, wir haben eine sehr realistische Selbstwahrnehmung und sind äußerst reflektiert und haben, nicht so wie viele andere, überhaupt kein verzerrtes Selbstbild von uns und unserer Leistung in Videospielen. Und natürlich haben wir in letzter Zeit echt abgegrast. Also RimWorld Stories Staffel 1 wurde ja quasi mal ebenso durchgespielt, überhaupt kein Problem. Oceanhorn abgehakt ohne Probleme. Wir haben Pokémon Feuerrot abgehakt, Titel für Titel durchgespielt. Minecraft durchgespielt, einfach durchgespielt, Minecraft. Überhaupt kein Problem und jetzt natürlich ist uns dann aufgefallen, ja, der Ganon, der fehlt noch. Und deswegen wollen wir jetzt hier im Anschluss, nach dem Toilettentalk, spielen wir Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild und wollen uns im Grunde vorbereiten auf das große Finale, welches diese Woche stattfinden wird. Also jetzt hier, Montag, 19 bis 20 Uhr, der Toilettentalk, 20 bis 23 Uhr. Wir sind ja realistisch und brauchen einfach ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten. Haben wir im Grunde das Ding, was wir nennen wollen, Road to Ganon. Und wir wollen Ganon natürlich um Längen und mit Leichtigkeit besiegen. Und das werden wir diese Woche machen. Außerdem diese Woche, wie ihr bestimmt gemerkt habt, senden wir jetzt jeden Tag, jeden Wochentag Programm, mehrere Stunden lang, Showformate und Gameplay hier auf nerdstar.tv. Und so geht es morgen direkt weiter. Früher haben wir noch gesagt, Dienstag ist Pause. Pause, wer braucht schon Pause? Deswegen morgen um 11 Uhr spawnt mit Kmetsch, unserem Erzrivalen in jeglicher Natur. 11 bis 12 Uhr, dann um 12 Uhr spielen wir Fortnite Battle Royale im Multiplayer. Da sollt, dürft und könnt ihr mitspielen. Battle Royale, das ist ein kostenloser Modus von Fortnite, Multiplayer-Modus, der sehr orientiert ist an PUBG, falls einem das sagt. Dann um 13 bis 14 Uhr spielen wir, oder der Dominik spielt weiter, Minecraft Story Mode. Das ist im Grunde sein Let's Play-Projekt, was er noch zu Ende bringen muss. Mittwoch gibt es dann um 19 bis 21 Uhr das große Finale, wie wir Ganon unseren Stinkefinger in das, in den Popo rammen. Das wird sehr, sehr, sehr lustig, das wird sehr cool. Um 21 bis 22 Uhr gibt es eine Folge Radio Nerdstar und um 22 Uhr startet ein neues Story-Projekt. Und zwar Mittelerde, Schatten des Krieges. Das gibt es fortan auf unserem Sender zu sehen und das beginnt Mittwoch um 22 Uhr. Donnerstag geht es wie immer weiter mit Spawn und da haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist auch hier in dem Chat, wenn ich das richtig... Ja, da ist er. Wadi besucht uns im Studio diesen Donnerstag um 11 Uhr und das wird super lustig und super entspannt. Da werden wir mit ihm ein bisschen schnacken. Unter anderem wollen wir mit ihm über den kommenden Pokémon-Film sprechen. So viel sei schon mal gesagt. Also falls ihr da Meinungen und Eindrücke zu habt, dann könnt ihr die natürlich mit dem Hashtag Spawned twittern und wir werden daraus schlau in der Sendung am Donnerstag. Im Anschluss gibt es Fortnite. Auch da zerren wir den Wadi vor die Kamera, sodass ihr mit Wadi zusammen aus unserem Studio spielen könnt. Das wird richtig lustig, da freuen wir uns drauf. Und im Anschluss gibt es nochmal Dominik mit dem Minecraft Story Mode und dem entsprechenden Finale von diesem Projekt. Da muss er so lange spielen, bis das Ding durch ist. Alles andere wäre ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Und dann ist schon Freitag, liebe Leute. Und Freitag ist bei uns klassischerweise immer total vollgestopft mit Inhalten und total bunt. Und so starten wir schon um 17.30 Uhr bis 19 Uhr mit RimWorld Stories, Staffel 2, Episode 1. Wir gründen eine neue Kolonie, nachdem die letzte gescheitert ist. Aus unerklärlichen Gründen. Das war eine Katastrophe. Die Piraten haben uns einfach nur zerstört. Wie schlimm war das? Ich habe ein dramatisches Erlebnis davon getragen und das gibt es am Freitag wieder gut zu machen. Wie gesagt, 17.30 Uhr bis 19 Uhr gibt es RimWorld Stories. 19 Uhr bis 20 Uhr ist momentan noch nicht hundertprozentig klar, ob wir Gwen spielen oder ein neues Format debütieren lassen, welches den Arbeitstitel trägt Trash Games. Vielleicht können wir da im Laufe der Woche schon mehr zu verraten. Das gibt es dann auf jeden Fall auf unseren
Social Media Kanälen. Die findet ihr übrigens auch unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken und überall auf Folgen klicken. Dann wird es eine neue Folge Pau geben. Außerdem gibt es Unplugged Munchkin Zombies. Es ist nämlich Freitag der 13. Und was würde da besser passen als ein lustiges und gleichzeitig gruseliges Spielchen? Und da wollen wir Munchkin Zombies spielen. Im Anschluss gibt es nochmal Mittelerde und ganz am Ende gibt es Dirk by Daylight, meine Freunde. Dirk by Daylight. Unfassbar volle Woche, liebe Leute. Das könnt ihr alles nachlesen in unserem Spielplan und da könntet ihr auch schon einen Blick werfen auf die nächste Woche. So viel sei schon verraten, dass alles unter dem Stern Elex steht und dass wir da auf jeden Fall uns sehr viel mit dem Spiel beschäftigen werden. Also ihr findet schon einiges an Programminhalten in unserem Spielplan. Da gibt es alles nochmal säuberlich aufgelistet. Übrigens kann ich auch schon verraten, dass wir schon seit ein paar Wochen an dem Spielplan arbeiten und den ein bisschen cooler gestalten wollen, sodass es einfach einfacher wird, das Programm nachzulesen und sich zu orientieren, was wann läuft, damit man auch dementsprechend einschalten kann. Wir haben nämlich schon festgestellt, dass ein paar Leute von euch gezielt zu bestimmten Formaten einschalten und gar nicht alles sehen wollen. Das ist doch vollkommen okay. Und da könnt ihr dann im Spielplan einfach mal nachschauen, was läuft wann und könnt dann eure favorisierten Inhalte auf keinen Fall verpassen, weil ihr dann wisst, was wann und wo und wie, weshalb und so rum alles so läuft. Okay, dann habe ich noch ein Update aus ein bisschen interner. Der Toilettentalk ist das Plauderformat. Ich sag euch Inhalte, die mit Nerdstar zu tun haben. Ihr habt Fragen vielleicht an das Projekt Nerdstar, an mich, an das Format, an die Entwicklung und habt vielleicht sogar Wünsche, Feedback oder Kritik, die wir uns zu Herzen nehmen sollen, dann ist der Toilettentalk der perfekte Ort dafür. Ihr schreibt es einfach in den Chat und ich kann es direkt nachlesen. Wenn euch im Nachhinein was einfällt und der Toilettentalk ist vorbei, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es unseren Discord-Channel und auch da gibt es die Rubrik Feedbacks. Und da könnt ihr im Grunde auch nachlesen, was ihr schreiben, was ihr gerne verändert haben möchtet oder was ihr gut, was ihr schlecht fandet. Und das werden wir alles lesen. So, jetzt warte ich ein bisschen, ob jemand hier Kritik hat oder vielleicht sogar etwas anmerken möchte, dann kann er das natürlich tun. Ja, das Programm ist noch nicht aktualisiert, das muss noch aktualisiert werden, das machen die Leute in der Regie jetzt gerade. Frage, wer hat den Spielplan geschrieben? Den habe ich geschrieben, habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, ich hoffe nicht. Mittelerde, wie geil, Hype, ganz genau, wir werden das Spiel zelebrieren, bis zuletzt, ich freue mich sehr, Ich freue mich sehr, wenn ihr daran auch Freude habt. So, gibt es ein Problem mit dem Spielplan? Habe ich das richtig verstanden? Nein, da gibt es doch kein Problem, oder? Oder gibt es ein Problem mit dem Spielplan? Nein. Da gibt es, guck mal hier, der NerdTV, der ist recht neu bei uns. Der hat erst 13 Stunden zugeschaut. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass du seitdem du dabei bist, auch super aktiv hier am Start bist und bist direkt Subscriber geworden. Massi, im Spielplan steht heute nur Vodcasts drin. Ah, okay, dann ist das ein bisschen cringy angezeigt, weil der Vodcast lief ja bis heute Morgen. Da sollte eigentlich aber trotzdem noch mehr drin stehen. Und ansonsten kann ja mal einer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wir versuchen das. Der Montag ist nur durcheinander, okay. Okay, ist schon über die 200, das bedeutet, du kriegst bald einen Song. Kritik? Amine hat keinen Command. Ah, Zerbrux setzt sich für Amine ein. Der Dirk wird sich mal was überlegen, was wir der Amine für einen Command geben können. Nein, stimmt nicht, es stehen auch die Formate von heute drin. Schreibt der Björn, die sind wahrscheinlich einfach nur unten dran gesetzt. Da gibt es ja nicht so richtig eine Uhrzeitsortierung. Deswegen ist das wahrscheinlich einfach ein bisschen schwer zu lesen. Hallo Pornröschen, schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast schon ganz viel verpasst hier im Toilettentalk, aber ein bisschen was zu sehen gibt es noch. Unter anderem gibt es gleich was zu gewinnen und ich habe noch einen Einspieler mitgebracht. Ich wollte nämlich gerade Folgendes erzählen. Wir haben einen neuen Social-Media-Plan. Das ist für euch nicht so spannend, das sehe ich ein. Deswegen werde ich da nicht weiter ins Detail gehen, aber ich kann euch verraten, das ist fortan, so wie wir es schon einmal gemacht haben, tägliche Instagram-Stories gibt. Ihr könnt ja, falls ihr auch Instagram-Nutzer seid, könnt ihr uns da gerne folgen. Wir heißen Nerdstagram, das ist lustig.
Und da findet ihr uns, wenn ihr Nerdstagram einfach eingebt und dann könnt ihr uns folgen und dann seht ihr, dass wir jetzt fortan täglich eine Instagram-Story machen und jeden Tag in der Woche ist wer anders dran mit der Story. Heute am Montag bin ich dran, ich bin immer montags dran und musste heute die Story machen und wie das so aussah, was wir erlebt haben, das können wir uns einfach mal anschauen, weil ich habe die Story natürlich selbstredend mitgebracht für den Toilettentalk. Hallo, wir sind gerade im Social Media Meeting und wir haben jetzt beschlossen, dass wir jeden Tag Insta-Stories machen und heute muss ich. Punkt. Haha! Da steht das. Hat er gesehen. Da ich ja heute den Auftrag habe, die Insta-Story zu machen, kann ich euch mal mitnehmen, was wir heute so treiben. Jetzt gerade schrauben wir an dem Konzept unserer Nerdstar News und probieren ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. So sah sie aus und so. War schon vorbei. So sieht sie potenziell. Ah, die Aufnahme ist kaputt gegangen. Das ist ja schade. Es ist ein bisschen heikel, das von Instagram runterzuladen. Macht überhaupt nichts. Das war so ein kleiner Teaser. Und wenn ihr das nachholen wollt, wie heute unser Arbeitstag aussah, dann, wie gesagt, geht einfach auf Instagram und folgt uns. Dann könnt ihr euch das anschauen. Das wäre richtig cool, wenn ihr das machen würdet. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Einfach, wie gesagt, uns bei Instagram suchen und dann seht ihr. Dann wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen und euch einen ganz intimen Einblick in unseren Arbeitsalltag geben. Und ich glaube, das gibt dann schon einfach auch ein Gefühl dafür, weil wir auch oft gefragt werden, ja, was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr nicht live seid? Oder fangt ihr erst um 19 Uhr an zu arbeiten oder so? Nein, wir sind schon ab 10 Uhr morgens hier, arbeiten dann aber, wie ihr wahrscheinlich dann meistens mitkriegt, bis ungefähr 0 Uhr. Also wir haben schon einen langen Arbeitstag und was wir da so erleben, das ist auch manchmal ganz lustig und das wollen wir euch in der Instagram-Story dann einfach zeigen und euch da teilhaben lassen. Julikorn schreibt, ich hatte sie eh schon gesehen, das ist vorbildlich, Frau Julikorn, da können sich andere eine Scheibe abschneiden. 10 bis 24 Uhr sind schon ein paar Stündchen, genau, wir haben einen langen Tag, aber nichts würden wir lieber tun auf dieser Welt. Wir lieben das, hier zu sein und wir lieben das, Dinge für euch zu machen und uns Dinge zu überlegen für euch. Und wir haben jetzt in letzter Zeit viel anderen Kram arbeiten müssen und jetzt haben wir uns ein bisschen Luft freigeschaufelt und wir quellen über vor Ideen, die wir jetzt umsetzen wollen und das nehmen wir jetzt alles in den Angriff. Und ich verspreche, dass ihr das zu spüren bekommt in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Hier auf nerdstar.tv und auf unserem YouTube-Kanal. Pornröschen, resubscribed, im zweiten Monat in Folge. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Der Alert, der macht gerade ein bisschen zicken, deswegen hören wir das nicht. Aber ich freue mich trotzdem riesig, dass du uns weiterhin unterstützt und deinen monatlichen Sub an uns gegeben hast. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr lieb von dir. Das macht uns sehr froh. Da gibt es ein paar Herzchen und ein paar Marsis, die auf dem Klo sitzen. Das ist optimal. Nur so kann das Gebühren zelebriert werden. Guck mal, jetzt gibt es eine richtige Herzchenwelle. Das macht mich sehr, 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 sehr froh. Sing du doch bitte den Marsi, sing du doch bitte den Alert, schlägt Pornröschen vor. Oh je. Nee, danke. Das kann ich gerade nicht machen. Ich habe schon für euch getanzt heute zu Techno-Musik. Ich glaube, das ist okay. Guck mal, wie viele Herzchen das gibt. Das ist wirklich schön. Guck mal, eine richtige, richtige Herzchenwelle für Pornröschen. Pornröschen ist auch noch gar nicht so lange dabei. Das ist sehr, sehr, sehr toll, dass du so eine treue Zuschauerin geworden bist. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Pornröschen, oha. Wir überlegen uns was. Wir holen das auf andere Art und Weise nach, versprochen. Und spätestens, wenn du 200 Stunden zugeschaut hast, dann, dann kriegst du deinen Song. Und wir haben noch ein paar andere Songs offen, wie Okese, Wupperwiesel und Pavavoce, die haben alle noch ihren Song offen und die werden den auch diese Woche bekommen. Zumindest ein paar davon und nicht alle, aber auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Demon Smoker fragt, wo ist das Herz, Marci? Du meinst hier unser Nerdster-Herz? Entweder du gibst einen in den Chat, Nerdst, also N-E-R-D-S-T, 3 und dann Liebe mit großem L, dann kriegst du das Herz. Oder du suchst einfach bei Smileys das Herz. Das sollte da auch zu finden sein.
Blambi hat auch bald seine 200 Stunden voll. Ey, wisst ihr eigentlich, wie verrückt das ist? Wir haben letztes Mal irgendwie nachgeschaut. Wir haben, glaube ich, insgesamt, keine Ahnung, 800, 900 Stunden gesendet in diesem Jahr. Und es gibt Leute, die haben 700, 800 Stunden zugeschaut. Die haben sich fast jede Stunde an unserem Programm beteiligt. Wie unfassbar verrückt ist das? Uns ist das dann erstmal klar geworden. Es gibt hier Leute, die einfach alles mitgenommen haben, was wir gesendet haben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz und glücklich uns das macht. Und mit was für einer geschwollenen Brust wir, als wir das gelesen haben, hinausgestapft sind in die Welt. Und das bedeutet uns so unfassbar viel, dass ihr so aktiv hier mit dabei seid und das ganze Ding hier mit nach vorne bringt. Ohne euch würden wir hier nicht mehr auf dem Klo sitzen, sondern wahrscheinlich unter irgendeiner Brücke. Und das ist wirklich toll, dass ihr am Start seid. Wir sind hier noch ein kleiner Haufen, ein kleiner übersichtlicher Haufen. Dem sind wir uns bewusst, aber umso sympathischer seid ihr alle da draußen. Und es gibt niemanden in unserer Zuschauerschaft, in der Community, in der Nerdstar Family, wo wir sagen so, okay, der ist ein bisschen weird oder so. Ihr seid halt alle klasse. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Das haben wir schon viel zu lange nicht mehr gesagt, wie verliebt wir in euch sind. Ich weiß, dass das womöglich alle sagen, ich habe die beste Community und so ein Käse. Aber das Ding ist, dass wir euch wirklich unfassbar gerne haben. Und das Community-Grillen hat uns auch darin bestätigt, als man sich dann einfach so von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und sich unterhalten hat, wie entspannt, lustig das war und wie freundlich alle miteinander umgegangen sind. Es war einfach großartig. Markus Miniatures, subscribe the stream. Vielen Dank für dein Sub. Das ist wirklich großartig. Ich danke dir von Herzen, dass du uns da unterstützt. Cornflex sagt, naja, ein bisschen weird bin ich schon. Ja, so ein bisschen weird sind wir ja alle. Aber das ist ja auch, es ist auch alles schön. So wie Papa Watcher schreibt, wir sind einfach alle ein bisschen weird. Dann fällt das nicht so auf. Ex Lobo, wie, ich bin nicht weird. Okay, wir sind alle super weird. Wir sind alle völlig schräg und völlig daneben, aber das macht's auch schon wieder so großartig. Lieber das als ganz normal, liebe Leute. Gut, ab jetzt ist es Ruhestörung, ich ziehe den Stecker, sagt Demon Smoker. Sind wir nicht alle ein wenig weird von Nerdigkeit her, schreibt Potmensch. Wir sind alle ein bisschen komisch, aber lieb komisch. Es gibt auch böse komisch. Und ich finde unsere Art, komisch zu sein, finde ich großartig. Es freut mich sehr, euch alle kennen zu dürfen. Ohne Scheiß. Wir haben jetzt 19.50 Uhr. Das bedeutet, es gibt jetzt das letzte Gewinnspiel und im Anschluss bereiten wir uns auf Garnet vor. Und ich hoffe, ihr habt Lust, diese Reise mit uns anzutreten. Auch wenn der Toilettentalk schon sehr reizvoll ist als bestes Format der Welt, so gibt es auch andere Inhalte, die wir hier auf dem Kanal senden. Und die sind auch okay. So. Nicht so toll wie der Toilettentalk, sehe ich völlig ein. Wieso ist eigentlich Lea so weit weg? Moment, das muss ich mal kurz klären. Der gehört eigentlich hier an meine Seite. Kann man die jetzt hier noch sehen? Nee, ne? Oh, guck mal. Das ist ein bisschen komisch. Wenn die so stehen würde, würde euch das belasten? Ich könnte sie auch so hinstellen. Ist das für euch okay? Ja, ne? Ich denke, wir können das so machen. Jetzt gibt es noch was zu gewinnen, liebe Leute. Und zwar gibt es noch ein T-Shirt zu gewinnen. Das können wir jetzt mal verlosen und ihr nehmt folgendermaßen an der Verlosung teil. Für die neuen Leute erkläre ich das einmal. Ihr sammelt Nerd-Sternchen. Einfach nur, wenn ihr hier zuschaut auf nerdstar.tv. Alle 15 Minuten gibt es ein Nerd-Sternchen und die könnt ihr einlösen gegen Tickets. Und bei uns kostet klassischerweise ein Ticket 25 Nerd-Sternchen. Und ihr könnt maximal 5 Stück erwerben. Ihr fragt eure Sternchen ab, indem ihr eingebt in den Chat, Ausrufezeichen Stars, zusammengeschrieben und Mehrzahl, Ausrufezeichen Stars. Dann wisst ihr, wie viele Sternchen ihr schon verdient habt. Und wenn ihr die einlösen wollt, dann schreibt ihr Ausrufezeichen Ticket, Leerschritt 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. So sieht's aus und dieses T-Shirt gibt es zu gewinnen. Was steht denn da drauf? School's out forever. Wir sind alle aus der Schule raus und wollen das zelebrieren, indem wir dieses T-Shirt tragen. Seht euch das an. Lea hat es auch schon angehabt und es steht ihr ausgezeichnet. Lea trägt das T-Shirt und die Verlosung startet jetzt.
Leute, die Verlosung startet jetzt. 25 Nerdsternchen kostet ein Ticket. Ihr könnt maximal 5 Stück erwerben an dieser Verlosung. Und dann küren wir den glorreichen Gewinner, der dieses T-Shirt trägt, was Lea schon getragen hat. Was einst Lea Organa, Prinzessin von Alderaan, getragen hat, kann nichts Schlechtes sein. Und deswegen gibt es das jetzt hier zu gewinnen. Nur das Beste im Toilettentalk. Achso, Größe. Größe ist nicht irrelevant, das sehe ich vollkommen ein. Die Größe ist, glaube ich, L. Fühlt sich an wie L. Größe ist L. Größe L, ich glaube, das ist Unisex. Oh, so geht's. Ich höre nicht, dass Lea sich entblößt mit ihrem aufreizenden Bikini. Jetzt haben wir uns davon angeklebt. Das gibt es jetzt zu gewinnen. Das gibt es zu gewinnen. Und ihr solltet unbedingt mitmachen, weil das ist super gut, dieses T-Shirt. Das solltet ihr unbedingt tragen und ganz stolz zelebrieren. Die Verlosung läuft jetzt. Der Vati hat beispielsweise schon 2 Tickets eingesetzt. Wichtig ist, dass ihr maximal 5 eingibt, weil wenn es schon 6 sind, dann ist es nicht mehr möglich. Dann ist der Befehl ungültig. Und ihr müsst halt richtig schreiben. Ticket plus Leerschritt plus die Zahl. Und dann seid ihr mit dabei. So hat der Demonsmogger beispielsweise 4 Tickets schon eingesetzt. Der möchte das also gerne haben. War die 2, wie gesagt. Ex Lobo setzt 1 Ticket ein. Elvi Lobo, ganz genau. Unisex, so zweideutig bei dem Shirt. Ganz genau, sagt der Björn. Unisex, ja, verstehe. Habe ich verstanden. Ist lustig. Ero hat zum Beispiel falsch gemacht. So sollte man das nicht tun. So ist das ungültig. Kein Panda drauf, meh. Du bist Panda-Fan, ne, Mitteltiffi? Das habe ich auch schon mitbekommen. Genau, so. Und jetzt warten wir noch ein bisschen ab, bis die Verlosung endet. Und zwar zähle ich jetzt runter von 403. 403. 402. 401. 399. die 400 kam noch. Nee, wir lösen das jetzt auf. In 5, in 4, in 3, in 2, in 1 und 0. Und der Gewinner ist, Demon Smoker hat mit einer 40%igen Chance gewonnen, indem er 4 Tickets eingesetzt hat. Das war auf jeden Fall, denke ich, vorhersehbar. Oh, Willi Wilson hat noch kurz vor Schluss 2 Tickets eingeworfen und hat sie damit einfach mal so verspielt. Und in der letzten Sekunde hat er sie quasi abgegeben. Und nun, Leute, ist das Ding gewonnen. Der, ja, ist ja gut, Cornflex. Ich habe mich heute schon so richtig dumm vertan. Ich wollte ein G ausschneiden aus Pappe und habe außersehen ein P geschnitten, weil ich so an PUBG gedacht habe. Aber das ist ja das PUBG in unserem heutigen Worträtsel. Sehr, sehr lustig übrigens. Sehr, sehr lustig. Ich muss mir was überlegen für nächste Woche. Er räumt viel immer ab. Ich wittere Betrug, sagt Metal TV. Nein. Das läuft alles über den Bot. Und was der Bot macht, damit haben wir nichts zu tun. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Demon Smoker. Dieses T-Shirt in der Größe L ist nun in deinem Besitz. Das ist sehr, sehr gut für dich. Und für alle anderen, weil du hast dann ein T-Shirt an und bist nicht nackt. Guck mal, Lea guckt, schielt noch so rein. Das, liebe Leute, war der Toilettentalk, das beste Format der Welt. Ihr könnt alle verpassten Toilettentalks nachholen in unserer YouTube-Playlist auf unserem Hauptkanal. Das würde mich glücklich stimmen, wenn da das eine oder andere geschaut wird. Und ansonsten bin ich jetzt raus und freue mich auf die Vorbereitung in The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Ich ziehe jetzt ab, sage Tschüss und bis spätestens nächste Woche Montag zum Toilettentalk, dem besten Format der Welt. Auf Wiedersehen.